Haarausfall durch Corona, Mythos oder Wahrheit? Ich erkläre dir in diesem Video, woran das liegt. Mein Name ist Dr. Alice Martin, Ärztin von Dermanostik, der Online-Hautarztpraxis. Hier behandeln wir übrigens nicht nur Haut, sondern auch Haarerkrankungen. Die Wahrheit ist, Infektionen sind so schwer für den Körper in manchen Verläufen, dass sie tatsächlich zu einer Irritation des Haarfollikels führen. Das bedeutet, dass der Haarfollikel, wo das Haar herauswächst, stark gereizt wird und dann fällt eben das Haar aus. Wir haben bestimmte Haarzyklusphasen und diese Phasen können wechseln. Wir haben die Anagenphase, die Katagenphase und die Telogenphase. Klingt erstmal kompliziert, ich erkläre dir aber, was jede Phase bedeutet. Die Anagenphase ist die sogenannte Wachstumsphase. Das Haar wächst heraus. Circa 80% aller unserer Haare befinden sich in dieser Wachstumsphase. Die Katagenphase ist die sogenannte Umwandlungsphase. Das bedeutet, dass der Haarfollikel sich so ein bisschen verkürzt. Das Haar bereitet sich darauf vor, dass es bald ausfällt. In der Telogenphase, der sogenannten Ausfallphase, ist tatsächlich der Haarfollikel schon gelöst und das Haar fällt aus, aber von unten wächst ein neues Haar nach. Durch eine Infektion passiert nun Folgendes. Von den 80%, die in der Wachstumsphase sind, werden jetzt einige Prozente mehr wechseln und plötzlich fallen mehr Haare aus. Der Vorteil ist, wir haben nicht einen kompletten Haarverlust für immer, sondern es ist nur eine Übergangsphase. Das bedeutet, anschließend im Normalfall wachsen die Haare wieder nach. Doch was hat das jetzt genau mit Corona zu tun? Die Corona-Infektion ist eine virale Infektion und führt dazu, dass wir Schüttelfrost, Fieber bekommen, Gliederschmerzen, Husten, verschiedenste Symptome im Rahmen einer sonst grippalen Infektion. Und das verläuft in einigen Fällen etwas schwerer, als man das sonst vielleicht von grippalen Infekten kennt. Für den Haarfollikel und für die Haare bedeutet es, dass durch die Infektion unser Immunsystem, unser Körper stark geschwächt ist und auch die Haarfollikel mitreagieren können, nicht müssen. Es ist sehr individuell, nicht jeder hat zwingend nachher Haarausfall, aber es wird vermehrt beobachtet und auch in Studien davon berichtet. Wenn du eine Corona-Infektion hattest und nun Haarausfall bemerkt hast, ist vor allem wichtig, den zeitlichen Verlauf zu beobachten. Seit wann hast du genau Haarausfall? Ist es unmittelbar danach aufgetreten oder aber erst Monate später? Haarausfall nach der Corona-Infektion tritt in einem Zeitraum von 3 bis 4 Monaten ungefähr nach der Infektion auf. Möglich ist auch etwas früher. Wenn jetzt aber der Haarausfall nach einem Jahr erst auftritt, ist es unwahrscheinlich, dass das etwas mit der Corona-Infektion zu tun hat. Es könnten auch andere Ursachen bei dir sein. Zum Beispiel im Rahmen einer genetischen Prädisposition, also Veranlagung dazu. Man kennt das häufig bei Männern, die Haarausfall haben. Das ist genetisch bedingt im Rahmen der Geheimreizecken, hat nichts in dem Sinne mit Corona zu tun. Aber auch Medikamente können dazu führen, dass die Haare vermehrt ausfallen, genauso wie auch andere Erkrankungen, Schilddrüsenunter- oder Überfunktion. Was für dich noch wichtig ist, schau dir an, was für eine Art von Haarausfall du genau hast. Das bedeutet, ist er kreisrund, ist er überall vorhanden? Hast du das Gefühl, dass es eher hier im Bereich des Scheitels ist oder im Bereich der Geheimratsecken? Diese Informationen liefern dir nämlich wichtige Erkenntnisse, zum Beispiel, ob es sich um eine sogenannte diffuse Variante handelt, also überall, oder lokalisiert, also kreisrund nur an einer Stelle. Denn dann könnte das übrigens eine andere Erkrankung sein. Was kannst du nun konkret tun, wenn du den Verdacht hast? Ganz einfach, du kannst auch unsere Hautärzte kontaktieren. Ein Dermatologe schaut dann nämlich erst einmal, was für eine Art von Haarausfall ist es. Sieht es diffus aus, das bedeutet, dass überall Haare fehlen, oder lokalisiert, und vor allem der Fragebogen. Die Anamnese. Welche Informationen hast du? Was war vorher der Fall? Gibt es Begleiterkrankungen, Allergien und? Und in Zusammenschau stellt dann der Dermatologe und die Dermatologin einen Arztbrief mit einem Privatrezept, sodass man auch gegebenenfalls direkt mit einer Therapie startet. Du findest das Thema interessant und möchtest gerne mehr dazu wissen, vielleicht auch schriftlich? Dann komm doch gern zu Instagram, da haben wir eine ganz, ganz umfangreiche Themenwoche wieder vorbereitet. Oder auch unser Blogartikel www.dermanostik.com, dann auf Blog klicken. Ich freue mich sehr, wenn du etwas mitgenommen hast, und schreib gerne in die Kommentare, bist du von Haarausfall betroffen?